Palette, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Ja, weiter geht's hier. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Route 122 zu erkundigen. Jetzt können wir ja durch. Und ja, es sind eine Menge Schwimmer, so wie es aussieht. Und hier, mal gucken. Ein Wigall, das braucht man nicht. Ich glaube, wir werden die Top-Schützen setzen. So, aber ich werde noch kurz meine Pokémon wechseln, denn hier ist, glaube ich, besser, wenn ich Needle Rocket und Snorra vorne mache. Gut. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie hast du einen Kampf? Hier bin ich! Einsam! Gleite ich durch das weite, wunderschöne Meer. Andere Worte habe ich dafür nicht. Es ist einfach zu pathetisch. Es ist pathetisch. Und theatralisch. Und oh, ein Gyarados. Okay. So Leute, ich bin gleich wieder da. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein bisschen lässig schnell. So, ich hoffe, das passt jetzt. So, Needle Rocket macht Nadelrakete. Und du machst Schlitzer. Schlitzer da richtig rein. Auf Fuchtler. Fuchtler nicht so gut. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. So, mehrere lassen wir weg. Und gar, das macht natürlich wieder Fuchtler, ist ja klar. Okay, Nadelrakete war nicht sehr gut, die Wahl. Aber gar, das ist verwirrt. So, ich glaube, ich hau da mal einen Supertrank raus. Und Snorra macht Schlitzer. Winter und Schlitzer, das sind eine gute Wahl, glaube ich. Aber was werden wir sehen? Oh Gott, das ist nicht mehr verwirrt. Okay, bis jetzt auch nicht so viel. Oh, Mauspad, sorry. Ab und zu komme ich natürlich wieder mal an, das ist ja wirklich scheiße, aber ja. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das so stark ist. Irgendwie fühle ich mich verloren. Verloren unter dem unendlichen Himmel. Ja, das kann schon sein. Oh Mann, die Route ist riesig. Wenn hier nur Winkers und Tentoxas sind, dann gute Nacht. Und da werde ich, glaube ich, jetzt Superschuss ansetzen.
Und weiter geht's. So, hier waren wir vorhin. Was ist da? Oh, hier könnte man, glaube ich, Tauch einsetzen. Zwei Spürteile. Hey, jetzt sind wir auf dem Melee unter den Tieren verloren. Wenn du mein Pokémon besiegst, zeige ich dir den richtigen Weg. Ja, da bin ich mal gespannt, was der richtige Weg ist. Herr Leopold. Ich komme immer mit dem Mauswort, das ist kacke. So, machen wir eine Rakete. Ist ja nicht so effektiv, ne? Ich hätte ein Elektro-Pokémon mitnehmen sollen, das wäre natürlich eine andere Sache gewesen. Aber ja. Kann man machen gar nicht, oder? Und wenn ich wickel, ich hasse Wickel. Na, wenigstens sind wir nicht die Pokémon blau. Da wäre Wickel umso böser. Geil! Aber ja. Auf Flügelfeld ist scheiße. Das tut sehr aua aua. Aber Finte tut auch sehr viel aua aua machen. Oh Mann. Vergesst sicher wieder, dass ich das rausschneide. So wie ich mich kenne. Ah, mal schauen. So, Superschutz. Ah, nicht Superschutz. Was sehe ich denn da schon wieder für Scheiße? Gibt hier irgendetwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht. Soll man hier bitte die ganze Route abklappern? Die ist ja riesig. Hallo, zwei. Meine Wetter ist stark. Mein Blut ist bin verniert. Das wird nicht so gut sein, oder? Da. Das wird dich zeigen, du Champion. Das ist ein Lampion, das ist ein Lampion, kein Lampion. Aber wir werden das schon schaffen. Okay. Grimasse, das hasse ich. Naja, Snorra hat eine zu hohe Initiative. Normalerweise müsste er das schaffen, so eine Rakete auf Lampi. Und Schlitze macht man das jetzt auf Kanivana. Wäre schon irgendwie werden. So, Snorra, hast du schon angegriffen? Nee. Warum? Du sollst angreifen, Snorra. Ach so, weil die Initiative geschwächt wurde. Aber das macht ihm nichts. Das ist nicht sehr gut. Oh, meine Schwester wird mich fressen. Ja, dann frisst du dich halt. Wollt ihr wieder gegen uns kämpfen? Dann macht ihr es uns leichter, ja? Leichter? Hallo? Nachher sind meine Pokémon noch stärker als wie jetzt. So, Schutz wirkt nicht mehr, dann brauchen wir einen neuen Schutz. Denn ohne Schutz kommt man hier, glaube ich, nicht so schnell durch. So, gegen den haben wir jetzt erst schon gekämpft.
Schauen wir wieder gerade runter. Ob hier irgendwas ist. Oh, hier ist ein Schwimmer. Wenn du dich hier einfach nur in den Erd reinlässt, kann Pokémon uns spielen. Ist das nicht schön? Na, sehr schön. Ist das nicht schön? Los, Weilmer. Ob das so schön ist, ich weiß nicht. Tja, was musst du wissen, ob es schön ist? Für mich ist es schön, hier zu schwimmen und alles zu erledigen. Das finde ich schön. Einfach schwimmen. Ich hätte mir vielleicht irgendwie ein Elektro-Pokémon zulegen sollen und die jetzt nur hier einsetzen sollen. Aber ja. Oh, verdammt! Außen vorbei, verloren! Das finde ich nicht nett von dir, weißt du das? Vielleicht ist ja nur eine Marotte von mir, aber ich möchte gern, dass du mich in dein Pokémon aufeinträgst. Oh nee, nicht schon wieder eine. Wie viele kommen dann noch daher? Ja, komm schon, tragen wir dich ein, das ist schön. Aber ja, was soll man machen? Oh, hier ist eine Sandbank. Und hier ist nichts. Dann schauen wir weiter nach oben. Ist der Finger oben? Muss man ihn loben? Okay, hier geht's nicht weiter. Alles klärchen. Oh. So stark sind die hier schon. Tja, mein Tja. Nee, wir brauchen keinen Tentacker. Wenn, dann würde ich mir einen Tentoxer fangen. Aber kein Tentacher. Tja, so ist das Leben, ne? Haus des Schatzsuchers. So, da gehen wir gleich mal rein. Hallo. Ja, grüezi, ich bin der Schatzsucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefste taucht und noch Schätze für Mörsbaron suchte. Du hast keine mehr Schätze für mich. Wenn du Stücke findest, besonders gut bestückt, tausche sie mit mir. Sag, hast du Scherbeartikel und Werkzeuge gesehen? Das ist keine Schätze für mich. Wenn du Schätze findest, besonders gut bestückt, frage mich, komm zu mir. Okay, ich hab's verstanden. Ich darf nur mit dir reden, wenn ich Schätze habe. Okay. Schutzweg zum Wieder nicht mehr. Halleluja. Wir gehen schnell zum Superschutz aus. Was machen wir denn da? Oh, sind wir schon da? Was ist denn das für eine Insel? Ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Das ist aber so hoffnungslos! Ich bin ein Kampftrainer, daher kann ich in der Arena von Wolfsbach einfach nicht gewinnen, egal wie sehr ich mich anstrenge. Ah, Schlag, Wucht, Schlag, Schlag, Wucht, Schlag! Hey, was hast du mich sagen? Ich schlag jetzt nur in den Boden ein. Oder möchtest du, dass ich einen deiner Pokémon Wuchtschlag beibringe? Wuchtschlag? Ich denke, wir können nur einmal erlernen wählen. Ist das in Ordnung? Ja. Und was ist du? Das ist klug von dir. Welches Pokémon soll ich beibringen? Wuchtschlag. Das ist Wuchtschlag. Wuchtschlag. Nee, Wuchtschlag braucht man nicht. Mist! Du machst dich lustig über mich. Schlag, Wuchtschlag, 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 Wuchtschlag. Haja, Schlag, zu, Schlag.
Na gut. Ja, das heißt, wir sind schon in der nächsten Stadt, oder wie? Pokémon Arena von Mosbach sind die Leiter Svenja und Ben. Die mystische Kombination. Alles klar. Ob das so gut ist, jetzt schon in die Arena zu gehen? Naja. Die Arena-Leiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Die Kombination ihrer Attacken ist einfach exzellent und wow. So ist das. Na gut. Ich werde zuerst mal hier heilen, dann ins Pokémon Center gehen, dann in den Markt gehen und dann mich in der Stadt umsehen. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Arena. Oder hätte ich noch ein bisschen trainieren sollen? Ich weiß nicht. Tja, das wird alles aufkommen. Kommt er vorbei und kauft er bei mir ein. Hiebeball, Netzball, Tauchball. Ich brauche erstmal ein paar Hypertränke. Die werde ich in der Arena sicher brauchen. Aber Liebe wollte ich auch kaufen. So, Top-Shoot. Wäre, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich von denen ein paar mitnehme. So, 19 Stück. Superheiler. Ja, 4 wäre nicht schlecht. Hypertränke, Hyperbälle. Wie habe ich denn Hyperbälle? Ja, wenn es um die legendäre Pokémon geht, kann man nie genug Bälle haben. Ja, ich möchte auch verkaufen. Und zwar habe ich hier 3 Nuggets, die ich nicht brauche. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen vorgekauft. Jetzt können wir hier getrost weitersuchen. Alle Lebewesen brauchen das Meer, um leben zu können, auch wenn sie an Land leben. Am Ende ihrer Reise wird aus den Lebewesen Erde und sie kehren zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung des Landes, genau wie dieses Ufer hier. Aha. Eine Pokéball, Netzball. Ja, Bälle kann man ja nicht genug haben, wie gesagt. Jetzt ist Benny. Mir geht's fantastisch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Arena-Leiter muss wirklich sehr stark sein sollen. Davon muss ich mich selbst überzeugen. Aber in dieser Stadt geht irgendwie Merkwürdiges vor. Die Leute reden über einen Brief mit einer Warnung und dem Raumfahrtzentrum. Aber ich glaube nicht, dass mich das etwas angeht. Über eine Warnung über das Raumfahrtzentrum. Dieser Felsen hat eine ganz besondere Bedeutung für das Raumfahrtzentrum. Sie haben ihn hier hingesetzt als Glücksbringer für den sicheren Flug der Raketen. Wenn du dir etwas wünschst, was machst du dann? Sternschuppen beobachten? Ich benutze ein Wunschkärtchen, genau das mache ich. Wunschkärtchen, ein weißer Fels. Raumfahrtzentrum. Nee, ich glaube, da gehen wir noch nicht rein. Hey, du Trainer. Alles super, das klingt super. Man kann sagen, was man will. Aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du würdest doch sicher zu gerne machen, oder? Ja, sicher. Schließlich ist ein super. Session, super Angel. Da bin ich zumindest sehr super. Stehst am Wasser und wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Tja, Superangeln sind super, aber Hyperangeln sind besser. Ein Reiser auf einem Schiff ist toll. Aber das Meer auf einem Pokémon zu überqueren, das Surfer einsetzt, ist wirklich eine aufregende Sache. Meinst du nicht auch, Kindchen? Tja, ist eine wunderschöne Sache, ne?
Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre, wie diese Insel? Naja, immer nur Blumen ist auch langweilig. Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund Baumhaus und Setti aus. Ich beneide sie kein bisschen darum. Ach, wenn mein Freund Baumhaus und Setti nicht sehen kann. Meine Pokémon bringen unsere Briefe. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Bierkunde! Oh, das wurde ein Brief. Wahnsinn. Was haben wir denn hier Schönes? Ich kann dir die Spielregeln erklären, wie du möchtest. Pokémon-Sprung. Pokémon-Sprung. Springe mit deinem Pokémon durch Drücken des A-Knopfes über den Rankenhieb. Es dürfte nur kleine, ca. 17 cm große Pokémon teilnehmen. Pokémon, die ausschließlich schwimmen, graben oder fliegen können, nicht gut springen. Da dürfen diese Pokémon noch nicht teilnehmen. Etwas Schönes passiert, wenn alle rechtzeitig springen. Okay. Hallo, herzlich willkommen. Willst du mit Hilfe des Drahtes Kommunikations spielen? Bitte gedulde dich ein wenig. Die Draht des Game Boy Advance ist nicht eingeschlossen. Ach so, da kann ich nur rein, wenn ich. Alles klar. Wenn ich Drahtlos-Option habe. In der Nähe von Mustang City kann man wilde Weimar sehen. Das nennt man Weimar-Watching. Weimar-Watching. Oh, eine Neko. Mein kleiner Bruder liebt es, die Heimbassen der anderen zu finden. Ja. Wenn du irgendeine Geheimbasse da hinten, werde ich sie sicher finden. Das ist meine Aufgabe, nicht klar. Ha. Ich habe von dem Ich habe das von Treu bekommen, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingstein. Möchtest du das haben? Na klar. Warum willst du das haben? Du bist komisch. Du kannst es behalten, aber erzähl es nicht treu. Kingstein. Sehr schön. Einen Stein mehr. Halleluja. Okay, hier ist niemand. Komische Stadt. Am Raumfahrtzentrum auf der Insel werden große Raketen gestartet. Dort ist vor großem ein Brief angekommen, der für Aufregung sorgt. Dein Mund hier. Es mag Pokémon Riegel Blau, nicht wahr? Nein, ich bin mir sicher, es mag. Es mag mit Sicherheit Pokémon Riegel Blau. Pokémon Riegel Blau. Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art der Poké-Regel ein Pokémon mag und welche nicht. Achso, weil ein Mund hier vorne ist, ist ja klar. Na gut. Ich habe von einem Freund den Pokémon zu sehen, was sie aufgehalten haben soll. Aber dann ist jemand gekommen und hat sie aufgemischt. Und im Moosberg City ist Team Magma. Wenn du wissen willst, was sie vorhaben, dann geh ins Raumfahrtzentrum. Oh. Soll ich zuerst ins Raumfahrtzentrum gehen? Tja, das werde ich schon dann entscheiden. Ich stelle mich hier mal vor die Arena. Vor die Arena, nicht in die Arena. Und dann schauen wir mal, entweder Raumfahrtzentrum oder Arena. Also, bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.